Hallo allerseits. Dies hier ist ein wirklich ganz kurzes Infovideo. Wirklich, wirklich, wirklich kurz. Es kann natürlich nicht kurz werden, wenn ich tausendmal wirklich sage. Egal. Ich wollte euch nur daran erinnern, dass wir diesen Samstag zusammen streamen. Und zwar spielen wir diesmal Scratches. Es ist ein ziemlich gruseliges Point-and-Click-Adventure. Ich habe es schon mal gespielt vor Jahren und ich fand es an sich ziemlich gut. Problem ist einfach, man kriegt sehr, sehr wenig Hinweise und irrt sehr, sehr viel herum. Deswegen bin ich froh, wenn ich Unterstützung dabei habe. Da muss ich das nicht alleine machen. Ihr könnt mir vielleicht irgendein paar tolle Tipps geben, wie ich weiterkomme. Ich freue mich also über viele Zuschauer. Es geht los, wie immer, um 18 Uhr unter livestream.com/nyasu mit 3a. Den Link findet ihr bei unten in der Beschreibung. Und da ist auch alles andere, was ihr wissen müsst. Ansonsten möchte ich euch darauf hinweisen, dass jetzt in den nächsten Tagen wenig Videos kommen werden, wahrscheinlich nur ein Video pro Tag. Aus dem einfachen Grunde, Real Life ist momentan sehr, sehr anstrengend. Auf der Arbeit ziehen wir um und ich muss Überstunden schieben, um anderen Abteilungen zu helfen, die mit ihrer Arbeit nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Dementsprechend bin ich erst spät zu Hause und bin dann auch ziemlich müde und habe nicht mehr so die Zeit und die Muße, da noch irgendwas aufzunehmen. Ich werde aber versuchen, euch wenigstens ein Video pro Tag zu präsentieren, was auch immer es dann ist. Und ich hoffe, ihr könnt damit leben und seid mir nicht allzu böse. Spätestens, es hört sich jetzt böse an, aber spätestens Ende März wird sich das alles wieder normalisieren, weil dann ist der Umzug vonstatten gegangen und, ja. Also ich denke mal, es wird sich schon deutlich eher normalisieren, wenn ich jetzt erstmal wieder so ein bisschen mehr Zeit habe, auch ein paar Episoden am Stück aufzunehmen. Habe ich auch wieder ein bisschen Puffer. Momentan habe ich halt keinen und auch nicht die Zeit, welchen aufzubauen. Man möge mir dies nachsehen, aber ich versuche also weiterhin ein Video pro Tag mindestens hochzuladen, damit ihr was zu tun habt. Und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und ja. 2 Minuten sind rum. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim Stream und bei meinen anderen Videos und bald wird es sich normalisieren. Versprochen. Wahrscheinlich.